Ja, und wieder bei Hollow Knight. Beim letzten Mal haben wir noch die letzten Flammen für das Grimmkind gesammelt und ja, haben versucht gegen Grimm, heißt der Grimm, der Typ, zu kämpfen. Es war noch nicht so ganz so erfolgreich, weil ich ganz am Ende einmal daneben geschlagen habe und naja, hat es ein bisschen verkackt. Aber gut, diesmal sollten wir das vielleicht ein bisschen besser schaffen. Ich kenne ja jetzt seine Muster. Nein! Ich kenne ja jetzt seine Muster. Ich lasse mich sicher nicht mehr treffen. Hm. Nein! Close one. So. Das war ein paar gute Treffer, aber leider wurde ich auch getroffen. Was? Ach, ich hatte mein Schattending noch nicht. Heilen. No, weg. Nicht zu weit weg. Und weg. Ich darf nicht immer wegspringen. Das war doof oder auch nicht. Okay, ich habe zumindest zweimal erwischt. Ey, wie ich da daneben springe. Das ist schon ziemlich blöd. Das war noch blöder, weil ich dachte irgendwie, er kommt auf mich zu. So. Okay, schnell heilen. So. Nein, ich bin auf der falschen Seite. Ich kenne das Muster auf der Seite nicht. Aha. Da hätte ich nicht springen müssen. Okay, I did it. Das habe ich nicht gedidet. Das habe ich ziemlich fad verkackt. Ich glaube, ich sollte mir echt den Schnellfokus mehr reintun für diesen Kampf. Vielleicht schaffe ich dann auch zwei Heilungen. Oh, du kannst auch in eine andere Richtung dann fliegen. Das wusste ich nicht. Kann ich vielleicht auch zwei Heilungen reinbekommen in der Zeit? Okay. Nein, der zweite war so nicht. Der hätte mich dann spätestens hier getroffen. Ah! Sind wir bei 5 Treffern jetzt? Ne, ich bin wieder auf der falschen Seite. Oh Gott! Oh Gott! Jo! Nein! Natürlich triffst du mich da nochmal. Was? Als ob! Okay, heilen. Ich probiere es einfach. Das hat ganz knapp nicht gereicht. Nein! Was? Was ist passiert? Was ist da gerade passiert? Hä? Irgendwie habe ich plötzlich einen Schuss gemacht, statt mich aufzuladen und dann... Ja, bin ich irgendwie nach hinten geflogen, in die Stacheln rein. Wie auch immer. Ja... Ich habe da nicht genug Platz drin, weil ich das Grimmkind noch mittragen muss, ne? Irgendwas... Wie viel brauche ich denn für einen Schnellfokus? 3. Ja, dann muss ich den langen Nagel nehmen stattdessen. Das Grimmkind muss ich ja leider mit mir rumtragen. Ich hoffe, dann passt es aber trotzdem noch von der Reichweite. Wenn ich jetzt ein bisschen weniger habe. So. Vielleicht kriege ich so jetzt in den kurzen Phasen 2 Heilungen rein. So. Ab auf die linke Seite. Ich glaube, hier kann ich besser ausweichen. Zumindest kommt es mir so besser. Wobei, das ist sogar gar nicht wirklich ein Muster. Das ist einfach random. Okay, ich lasse es mit dem Aufladen. Weg und auf die Flammen warten. No! Ich dachte, er macht was anderes. So. Kann ich eigentlich einfach stehen bleiben, während er seine Flammen macht?
Guck mal, diesmal konnte ich sogar angreifen in der Zeit. Das war... Okay. Was? Was habe ich da erwischt? Sein Horn? Oh wow, viermal getroffen. Nice. So schnell heilen. Und dann macht er die anderen. Das war doch nur zweimal gemacht. Na, verdammt. Jetzt habe ich die Zeit, die ich eigentlich zum Heilen nutze, zum Angreifen genutzt und wurde dafür getroffen. Okay. Nein. Ist es geil, dass bei dem Angriff, dass man einfach stehen bleibt, dass die Flammen dann eigentlich erwischen? Jetzt einfach stehen bleiben? Ja. Das lief sogar ganz gut. Na, wobei... Es ist Zufall, wie ich gerade stehe, einfach nur. Okay. Na, verdammt. Bin ich zu schnell zu nah gekommen. Bleib hier. Ne, mehr wenigstens einmal getroffen. Wo bist du? Da. Naja, wir sind bei 8 Treffern jetzt. Es läuft. Würde ich sagen. Verdammt. Nein, natürlich trifft mich der allerletzte dann nochmal. Und dann nochmal. Ja, komm. Wenn es einmal doof läuft, dann läuft es dauerhaft doof. Aber ja, ich krieg wirklich 2 Heilungen in der Zeit hin. Sehr gut. So. Jetzt stehe ich wieder auf der anderen Seite. Irgendwie kann ich leichter Sachen ausweichen, die von rechts kommen, als von links. Ich weiß auch nicht. Okay. Komm her. Na gut, hier komme ich leider nicht zu dir hin, rechtzeitig. Aber das war knapp. Oh, nice. Da hat die Seele was gebracht. Meine Güte, der hält aber gut was aus. Wow! Und das war's. Puh. Okay. Das war ein schöner Kampf. Publikum ist auch begeistert. Bravo, mein Freund. Höre den Applaus der Menge. Sie haben schon lange nicht mehr so eine Darbietung gesehen. Schau her, wie unser Kind durch die Hitze und des leidenschaftlichen Tanzes gewachsen und gestärkt worden ist. Ihr beide werdet zusammen sicherlich viele Tragödien wie auch Triumph erleben. Und so neigt sich unser großes Ritual dem Ende zu. Wirst du weiter die Flamme ernten, obwohl du jetzt sicherlich den Pfad sehen kannst, den sie uns erhält? Unsere scharlachroten Augen werden dich gespannt beobachten, Freund. Geh hinaus in die Dunkelheit. Ernte die letzten glühenden Reste der Asche dieses Königreichs. Kehre dann zu mir zurück und wir vollenden unseren Tanz. Oh, was habe ich denn hier bekommen? Ein Talisman-Sockel. Cool. Das heißt aber, da fehlt jetzt noch ein bisschen was, ne? Ja, guck mal, der Typ, der hier Musik gespielt hat, ist auch jetzt nicht mehr da. Was war hier eigentlich nochmal drin? Digga, oh, du versteckst etwas sehr Schönes von mir. Sowas sollst du nicht verstecken. Zeig es mir. Ich weiß nicht, was du von mir möchtest. So, sind hier irgendwo noch ein paar Flammen? Da sehe ich noch eine. Oh, ganz dahin. Oh, das ist eine Kirschkäferstation direkt daneben. Ist okay. Da sind noch 2. Das sind jetzt sogar 4 Flammen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Weil das kann ich auch sicher hier ganz gut sehen. Oh, das hat sich verändert. Ah, okay. Ja, stimmt. Na gut, da kann ich jetzt den Geoschwarm mal. Ich muss gleich mal gucken, wie ich das dann mache. Okay, wie gehen wir denn jetzt am besten vor? Da hinten kann ich über die Hirschkäferstation locker hin. Das nächste da wäre die Station der Königin. Das ist dort bei diesem großen Pilz. Und da aus Station des Königs und dann darunter.
Und da ist es mit einem Schwarm. Okay. Na gut. Dann wollen wir doch mal weiter sammeln. Noch sind wir anscheinend nicht fertig hiermit. So. Nehmen wir mal den... die beiden raus. Auf jeden Fall den Kompass, damit ich ungefähr weiß immer, wo ich bin. Zeichen des Stolzes. Und zwei Plätze hätte ich jetzt sogar noch frei. Jo, Langnagel. Habe ich wieder Riesenreichweite. Okay. Dann gehen wir doch schon mal... Vielleicht schaffen wir es in diesem Part noch, die vier Flammen zu holen. Und können dann im nächsten nochmal gegen Grimm kämpfen. Ich finde, das klingt ganz gut. So. Muss ich nur einfach hier irgendwo die Fackel finden. Irgendwo hier sollte sie sein. Hallo? Fackel? Ist sie eventuell ganz unten? Will sie aber nicht runterfallen. Nicht, dass sie vielleicht hier irgendwo in einem der Gebiete drin ist. Hi. Babala. Brumm. Du bist gekommen. Die rote Flamme habe ich in diesem toten Königreich gesammelt. Du beanspruchst sie. Für unseren Meister. Für seinen letzten Akt. Das Ritual spielt sich erneut ab. Wir sind wie Not in einem alten Lied. Du und ich. Lieder von Aufopferung und Knechtschaft, die sich endlos wiederholen. Für das Ritual, für die Truppe, für den Meister. Selbst dieses Kind wurde in unsichtbaren Ketten geboren. So dienen wir, wie es schon immer war, ja? Dann nimm die Flamme. Deshalb bist du gekommen. Oh. Hab's direkt geschenkt bekommen. Es ist getan. Und doch, es ist kein Zufall, dass wir uns hier treffen. Im dunkelsten, fernsten Weiten der Welt, wo des Meisters scharlachrotes Auge uns nicht sehen kann. Ein Lied ohne Ende ist überhaupt kein Lied. Du beteiligst dich an dem Ritual. Doch ich spüre, dass du selbst wahrlich keinen Meister hast. Ist dem so? Zusammen können wir vielleicht diese fahle Flamme verbannen und dieses tote Königreich in Frieden ruhen lassen. Falls du es wünschst, dieses endlose Lied verstummen zu lassen, triff mich dort, wo alles anfing. Baba Gundala. Okay. Okay. Soll ich treffen dort, wo alles anfing? Da an der Grenze des Königreichs dann? Oder eher dort, wo ich den Grimm getroffen habe? Okay. Dann gehen wir erstmal weiter. Ich sammle erstmal weiter und guck mal dann, ob wir dann im nächsten Part vielleicht mal kurz an der Grenze des Königreichs vorbeischauen. Ob da Brumm vielleicht noch irgendwie rumsteht. Aber die Flamme zählt jetzt auch, oder? Für unser Kind. Ja. Ich glaube, hier bringt es mir gar nicht so, hier durch zu dashen, oder? Na, nicht so wirklich. Moment. Na komm, lass mich da hoch. Dashen wir hier mal durch. Na, schade. Einfach durchdashen geht nicht. Und jetzt aber. Dong. So, und da runter. Ja, hier einfach runter. Ne. Ist der Weg nach unten, ne? Immer fliege ich hier irgendwo in die Stacheln rein. Ja, immer fliege ich hier irgendwo in die Stacheln rein. Der Weg ist nicht nach unten, für nach unten gemacht, sondern eher nach oben. Achso, weiter links. Ich wollte gerade sagen, irgendwie habe ich hier gerade meine Flamme vermisst. So. Da haben wir sie. Was? Okay. Der macht bösen Schaden. Wenn er trifft. Das könnte ein Spaß werden. Was? Unter mir kommt Feuer raus. Okay, das habe ich gerade kurz erschrocken.
Alter! Die werden auch nicht wirklich leichter, ne? Ja, jetzt habe ich es gesehen, das da. Was? Was habe ich da noch erwischt? Okay. Kind, mach du das. Okay, jetzt kommt wieder das Feuer. Verdammt, hätte ich ihn fast erwischt. Oh Gott! Du. Nein! Ich bin an die Wand geprallt. Und dadurch bin ich natürlich nach hinten geflogen. In die Flamme rein. Yo! Machen ja zum Glück nicht viel Schaden, die Gegner. Wie gehen da jetzt am besten hin? Station des Königs wieder, ne? Und dann darunter. Jo. Station. Wobei, ich glaube, von den Palastgründen komme ich sogar noch schneller dahin. Meine Güte. Hat mich doch ein bisschen überrascht. Dieser gigantische Schaden, den er plötzlich gemacht hat. Zack und zack und zack. So. Und weiter nach oben. Ich glaube, das ist echt noch der schnellste und vor allem sicherste Weg, weil hier nicht so viele Gegner sind. So, ich muss nach rechts. Ne, nach oben weiter. So war das genau. Naja, wobei, ich sehe schon, da vorne sind auch noch mal ein paar Gegner, aber ich kann zumindest schon mal ein bisschen Seele sammeln. Frage ist jetzt nur, wo ist meine Seele? Kann ich dich erstmal kurz in Ruhe lassen und meine Seele holen? Da. Hättest du nicht ein bisschen schneller zu mir kommen können, Seele? Okay, ich habe gerade gar nicht gesehen, was er überhaupt gemacht hat. Kämpfen wir lieber hier, wo ich ein bisschen mehr Platz habe. So. Ich glaube, es war einfach mein Fehler, da auf den Plattformen kämpfen zu wollen, wo ich keinen Halt hatte. Hier ist es, glaube ich, doch viel besser. Oh, habe ich sogar erwischt. Ja, doch, hier ist es sehr viel angenehmer. Nein! Ich sehe das nicht mal, dass da Feuer unter mir rauskommt. Okay, das war's mit dem. Meine Güte. Das war schon eine hartnäckige Nuss. So. Dann latschen wir wieder zurück zur Bahn und können dann direkt zum Schwarm runter. Moment. Das nehme ich mir aber eben noch mit. Ja gut. Geo brauchen wir jetzt ja auch nicht mehr. Heieieiei. Da wollte ich auch nicht runterfallen, aber gut. Ja, ich möchte wieder mal die Bahnkarte einstecken. Müsste, glaube ich, von rechts kommen, oder? Ja. Sind wir das letzte Mal auch in die Richtung hingefahren? Doch, ich möchte Knopf drücken. So, kleines Grimmkind, wir fahren ein bisschen Bahn.
Bin mal gespannt, wie Grimm dann jetzt wird. Wenn wir nochmal gegen ihn kämpfen müssen. Kurz mal speichern und weiter. Mittlerweile habe ich ja das Muster, was er hatte, ja verstanden. Mal gucken, inwiefern er das nochmal ein bisschen ändern wird und... Der letzte Schlag sollte eigentlich nach unten gehen, aber das hat auch nicht so ganz geklappt. Nehmen wir den Weg hier oben lang. Ist schneller. Hoppala. Ich weiß nicht, wie stark die Angriffe von dem sind. Können wir mal gucken, wie lange brauchst du, um so ein Vieh zu töten? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay. Fünf heißt... So... Drei von seinen sind so stark wie einen von meinen Schlägen vielleicht. So in dem Dreh, hätte ich jetzt gesagt. Gut getötet. Manchmal laufe ich dann trotzdem noch hin und hole mir das Geld. Nein! Ach, ich bin auch so doof. So... In diesem Raum. Wow. Muss ich kurz mal gucken. Moment. Ne, natürlich kommst du da noch durch. Nope. Ja, auf jeden Fall in diesem Raum. Das heißt, aktivieren und dann am besten schnell runterspringen, um unten gegen den zu kämpfen und nicht hier oben. Außer es hier oben. Ja, okay. Dann komm her. Die Flammen immer nicht. Was machst du jetzt? Okay, nur das normale Feuer. Mhm. Natürlich. Hm? Habe ich ihn erwischt? Das war gut erwischt. Nein, falsche Richtung. Das war schlecht. So, schnell einmal heilen. Oh. Okay. Ne. Aber da habe ich ihn besiegt. Okay. Läuft. Besiegt, aber ich habe noch aufs Maul bekommen. Waren das jetzt alle schon? Nee. Eine muss ja doch kommen, ne? Wobei die Frage ist, wo? Oder durfte ich mir aussuchen, welche drei ich mir hole? Weil ich sehe jetzt auch keine mehr auf der Karte. Na gut. Dann raus hier. Und zurück. Yo, das war schon wieder ein bisschen anstrengend. So, ich wechsle nochmal kurz die Sachen aus. Wobei, Moment, ich habe ja jetzt so einen mehr, ne? Das heißt, ich kann Schnellfokus und Zeichen des Stolzes reinnehmen. Ruht er sich auch aus, wenn ich mich auf die Bank setze? Ja, oh, wie süß. Na gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal... Fordern wir dann nochmal den Truppenführer Grimm aus. Fordern heraus. So. Naja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.